Sind Sie denn gerade auf Zypern oder sind Sie in der Steiermark? Ja, auf Zypern. Wie schön. Ja, schon schöner als hier. Dauernden Kontakt zur Steiermark. Es ist schon wettermäßig hier sehr schön. Das muss man sagen, landschaftlich ist die Steiermark ja auch sehr schön. Das stimmt. Das finde ich auch. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt. Mir geht es ja darum, ein Gespräch zu führen über das Leben, über das Sterben, gerade jetzt auch zu Clemens Todestag, wie angekündigt. Ich soll Ihnen übrigens ganz, ganz liebe Grüße von Wolf-Dieter Stoll aus dem Allgäu bestellen. Mit ihm habe ich vorgestern auch gesprochen, auch ein schönes Gespräch aufgezeichnet und er sendet Ihnen ganz liebe Grüße. Dankeschön, ja, den schätze ich auch sehr, sehr, sehr. Das freut mich. Ja. Mir steht mir ja nicht zu als Mann, aber wir werden geradezu komisch per Sie im Internet, ne? Per Sie? Oder die Einzigen. Ja, sag's mal einfach. Ja, wir können uns auch gerne duzen. Ja, in Österreich ist es ja sowieso nochmal so. Clemens hat mich auch immer belächelt, wie formell ich doch als Deutsche so spreche. Oftmals. Ja. Ja, prima. Dann nehme ich gerne das Du an. Vielen Dank. Okay. Wie lang soll es ungefähr werden? Also, ich habe jetzt mit dem Wolf-Dieter ungefähr 50 Minuten, 40 Minuten geredet. Mit Gerald Hüther habe ich eins gemacht. Das geht über eine Stunde. Bitte? Alles zu Clemens Avis tot? Naja. Ja. Ist für mich auch sehr, sehr heilsam und sehr schön. Und ich bin ja auch Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Für mich ist der Begriff kollektives Gedächtnis, kollektives Bewusstsein ist mir sehr geläufig in der Theorie und mir jetzt eben auch in der Praxis ein Anliegen, ein Herzensanliegen, dass Clemens da positiv verankert ist. Ich habe gesehen, Sie haben ja einen noch viel schlimmeren Wikipedia-Eintrag, zumindest im Einstieg oben. Ja. Und das ist bei ihm ja auch so. Da kann man drüber lächeln, aber nichtsdestotrotz ist es ja immer noch die Referenzquelle für viele. Und ich finde es schade und schmählich, dass das auch so ja zurückbleibt bei ihm, ne? Nach ich allem, was er einen unglaublich dummen Verriss mit lauter Fehlgeschichten in der NZZ erlebt. Die dachte ich, ist eine liberale Zeitung, eine Neue Zürcher Zeitung. Aber erweist sich da mit einer jungen Journalistin als unglaubliches Hetzblatt. Und ich meine, man kann ja mich ja viele Dinge sagen, die einem nicht passen. Aber man muss ja gar nicht irgendwie. Aber der Horizont von dieser NZZ-Journalistin ging halt auch nicht über Wikipedia hinaus, hat man deutlich gemerkt. Das ist schon traurig, wenn sie sich beim dermaßen Hetzmedium, wo ja eigentlich klar ist, dass die alles verreißen, was spirituell ist und komplementärmedizinisch. Gut, ich bin es einfach gewohnt und werde die NZZ entsprechend abbestellen. Ich habe die sogar bei mir, die fährt immer hoch, wenn der Computer hochfährt, weil ich dachte, ja, das ist ja noch ein ordentliches Medium. Mhm. Fehlgedacht. Aber in dieselbe Kerbe. Ja, und der Clemens war halt einfach, wie soll ich sagen, jünger und das kam so auf einmal. Ja, also sehr schnell. Der war ja vorher sehr unbekannt, wie ich ihn kennenlernte und ist dann sehr, sehr bekannt geworden. Ich habe ihn da auch gewarnt, also ich habe ein Vorwort geschrieben und habe das bei uns gepostet und wir haben ja 500.000 Leute, die wir erreichen. So. Mhm. Also das ist, ich habe ihn auch gewarnt noch, aber er wollte das, er hat auch unsere Adressen, wir haben das beworben über uns. Ja, viel beigetragen zu seinem Erfolg bei Biophilia, bei dem ersten Buch. Und dann hat er sich da halt sehr rausgelehnt beim Impfen. Seine ehrliche Meinung gesagt, die von meiner nicht abweicht. Man kann so und so sagen. Ich habe immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, warum ich als Arzt jetzt nicht als gutes Vorbild vorausgehe, habe ich immer gesagt, also ich bin schon mutig, aber nicht todesmutig. Und deswegen kann ich mir das nicht antun lassen und kann es auch niemandem empfehlen. Und das beweist sich ja jetzt. Wir haben ja jetzt diese wirklich unglaubliche Schadenssituation, schreckliche Schadenssituation, wo wir eine enorm erhöhte Sterblichkeit haben. Chef einer der größten amerikanischen Lebensversicherungsgesellschaften, der hat gesagt, seit 1776 ist die gegründet worden,
haben wir nie, auch nicht zu Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, so eine erhöhte Sterblichkeit gehabt wie jetzt. Und was Clemens da gesagt hat, entsprach seiner Überzeugung. Und dass man dafür so niedergemacht wird und verhetzt wird auch. Aber gut, gibt halt in Österreich eine Zeitung, die nennt sich Standard. Das ist eigentlich Substandard, absolutes Tiefstniveau. Und ja, da müssen sich Journalistinnen und Journalisten auch sagen, da haben sie, ja, haben dann auch Menschenleben auf dem Gewissen mit dieser Art von Hetze. Und das ist etwas, wo wir uns dran gewöhnt haben, fast. Der Daniele Ganser hat mal einen ganzen Film gemacht über die Art, wie Wikipedia vorgeht. Ja, also ich habe das auch erlebt. Ich habe diesen Verriss da schon immer, den kann man verbessern, aber kommt sofort wieder der Verriss. Und dann hat mich mal einer angerufen von denen und hat mir gesagt, er könne das richten und es kostet 4.000 bis 5.000 Euro. Und habe ich gesagt, wie lange wird es dann halten? Und dann sagt er, er kann garantieren für ein Vierteljahr. Muss man sich mal vorstellen, das ist ja auch eine Einnahmequelle, ist eine Hetzorganisation, die sich gut tarnt, weil sie ja, weiß nicht, 95% ist ja okay, das Wissen, was sie vertreiben. Aber die 5% bezüglich Komplementärmedizin und Spiritualität ist halt übelste Hetze. Und muss man sich vorstellen, also ich kann dann viermal im Jahr 4.000 bis 5.000 Euro zahlen, damit die Hetzer kurze Zeit nicht hetzen. Das ist schon auch ein Geschäftsmodell, Wikipedia. Ja, ich glaube, die vom Substandard, die sind so daneben und so unterbelichtet. Da geht nicht mehr rein. Wobei es da auch einzelne, ich habe auch schon mal faire Artikel erlebt vom Standard. Aber das, was sie mit dem Clemens getrieben haben, ja, gut. Zum Schluss, ich lebe ja in so einem Weltbild, zum Schluss wird das alles ausgeglichen. Und eigentlich können einem die leid tun, diese Hetzer. Ja. Und auch alle die, die sich da in meinen Augen ja schon schuldig gemacht haben. Also mir tun die auch leid, auch was da in der Pandemie passiert ist. Man kann es auch mal so anders sehen. Frau von der Leyen hat gleich am Anfang der Pandemie gesagt, also Vitamin C, D, E, alles Fake. Die Frau hat ja Einfluss. Und zwar riesigen Einfluss als Chefin der EU. Jetzt wissen wir durch die Untersuchung von Michael Nels, deutscher Genetiker, Arzt, dass wir 90% der Toten uns erspart hätten, wenn wir einfach nur das sehr günstige Vitamin D ausgiebig ausgegeben hätten. Haben wir aber nicht, weil da die Pharma nichts dran verdient, also wenig. Aber was heißt es für Frau von der Leyen? Also, die hat jetzt aus meiner Sicht Hunderttausende auf dem Gewissen. Und da muss einem ein Mensch ja eher leid tun, als dass man jetzt auf den auch wieder schimpft. Also, für die kann man eigentlich nur beten. Für solche Leute. Und da gibt es ja viele jetzt, gerade in Deutschland, aber auch in Österreich, wo ja wirklich sehr massiv Hetze betrieben wurde gegen alle, die da. Ich meine, anderer Meinung waren oder ich stand einfach zu meinem ärztlichen Gewissen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, Clemens hat das also seinem Gewissen als Biologe entsprechend verantwortet. Also, ja, man muss schon sich klar machen, wenn man sich heute mit einer eigenen Meinung rauswagt und die entspricht nicht diesem, ja, wie soll ich sagen, rot-grünen Mainstream-Denken, dann wird man unglaublich niedergemacht. Das Ja. ist so, dass man das dann so auf sich bezieht. Wie der Clemens ist es auch schon ein Stück seine Verantwortung. Der war ja auch ein sehr sensibler Mensch. Also wir hatten gemeinsam das Thema auch, dass wir ein behindertes Kind hatten. Und also der, ja, wie soll ich sagen, ich hatte schon immer so den Eindruck, mit seiner Sensibilität, seinem Pferdeschwanz und seine Art, an die Dinge dran zu gehen. Ich weiß nicht, wie wird er umgehen mit dem Gegenwind? Ich habe ihm das sogar gesagt. Ich fördere das gerne mit. Ich bin von Biophilia wirklich ein sehr gutes Buch. Also die Liebe zur Natur ist auch sowas, was mich bewegt. Und dass man dafür heute dann so niedergemacht wird. Und dann im Endeffekt ist ja auch seine Impfgeschichte letztlich daraus entstanden. Ja, also
Ja, naja, es ist eine schreckliche, scheußliche Geschichte, die mir auch sehr traurig gemacht hat. Aber ich will jetzt nicht in dasselbe sozusagen Horn da blasen. Diese Leute beim Standard oder bei Wikipedia können einfach leid tun. Also Ja. so aus einer anderen Sicht würde ich die als arme Seelen bezeichnen. Wer so viel auf sich lädt, der ist wirklich irgendwann mal sehr schlecht dran. Gut, diese Leute glauben da nicht dran. Aber ich weiß es halt. Wenn ich zwischendurch verbittert gucke, dann liegt das nur am Wermuttee. Ich Okay. versuche es alles noch irgendwie so gelassen zu nehmen wie Sie. Mit Empathie. Wir beide sind, glaube ich, auch ja, ziemliche Sympathisanten von Carl Gustav Jung, soweit ich das von Ihnen weiß. Und Ja. das Stichwort des Unbewussten, das muss man einfach immer dazu denken, bei all diesen Weil ich da Geschichten, manchmal die da ehrlich gesagt passiert auch sind. meine Zweifel habe nach allem, was ich weiß, wie unbewusst das passiert ist. Aber das wäre nur schlimmer. Also nehmen wir mal nochmal die EU-Chefin. Wenn sie nicht weiß, was sie tut, ist es relativ schlimm an der Position. Ja, also ich habe jetzt nichts gegen unintelligente Menschen. Meine Tochter, die mir an meinem Herzen am nächsten war, den Down-Syndrom. Ja, also da kann man gar kein, konnte man gar keinen Intelligenzquotienten messen. Ich habe gar nichts dagegen, wenn jemand jetzt nicht so intelligent ist. Aber wenn er sich an so eine Position wagt und sich dann einfach nicht informiert, wäre das schon schlimm. Wenn so jemand aber weiß, was er tut, dann wäre das karmisch gesehen noch viel, viel schlimmer. Nun schauen die nicht aufs Karma, sonst könnten sie sowas nicht tun. Dessen bin ich auch sicher. Also da hast du auf jeden Fall recht. Bezüglich des Karma-Gedankens sind die auf jeden Fall unbewusst. Sonst würden sie sowas niemals tun. Ja. Und was bleibt uns da? Ja, kann das anschauen. Ich finde, natürlich wichtig ist auch dazu zu stehen, dass man das weiß und dass man das verbreitet, so wie der Daniele das gemacht hat. Er hat sogar einen Film darüber gemacht. Jedem, der es hören will, erzähle ich das auch. Ich weiß, Wikipedia ist eine Hetzorganisation. Und ich weiß auch durch diese Intervention bei mir, die wollen damit noch Geschäft machen, indem sie Leute erpressen. Also dazu könnte man Erpressung sagen. Das war schwarze Post, Blackmail, was ich da bekommen habe von denen. Also, ich sage das, wenn es eine Gelegenheit gibt und hoffe, dass dann da auch ein Aufwachen ist. Man muss ja auch sagen, würden nicht so viele Menschen das lesen und für bare Münze nehmen, müssen die ja zumachen. Das gilt aber generell. Ich bin das ja schon gewohnt. Es hat überhaupt keinen Sinn, auf die Pharmaindustrie zu schimpfen oder gegen die zu hetzen. Die können das nur machen, was sie machen. Die machen ja allerhand. Können sie nur machen, weil das gekauft wird, weil Ärzte das verschreiben. Und die haben ja auch Dinge, die sind notwendig, die müssen wir ja auch haben. Also Pharma, ich weiß das, die zahlt unzählige Millionen an Strafe, weil die können sich leisten, mit ihrem Riesenumsatz, der ist ja in Milliarden, die Gesetze zu ignorieren. Die übertreten konsequent die bei uns geltenden Gesetze, weil sie das aus der Portokasse bezahlen. Ja, wir können uns das schwer vorstellen, weil wir gar nicht wissen, was eine Milliarde ist. Aber wenn man sich sofort klar macht, eine Milliarde ist 1000 Millionen. Ja, da kannst du auch 100 Millionen zahlen. Wenn du 1000 Millionen mehr Einnahmen hast, dann ist es nicht ein Problem. So leben wir. Wir haben eine Gesellschaft, die wir für demokratisch erachten, aber in der sich sehr reiche Konzerne überhaupt nicht kümmern müssen um das, was für die anderen gilt. Aber ich meine, es gilt natürlich für alles. Ich habe mal ein ganz schönes Konzert gehört mit den Rolling Stones und da war im Sommer und da hat Mick Jagger gerade der ist gerade 80 wird, der hat einen Feuerwehrschlauch sich auf die Bühne legen lassen, hat sich den zwischen die Beine geklemmt und hat vom Feuerwehrschlauch aus seine Fans bespritzt. Und das hat denen offensichtlich richtig gut gefallen. Und ich meine, wenn das einer von uns machen würde, irgendwo anders, ja, da wirst du sofort wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und irgendwelcher Obszönitäten oder so, wirst du sofort eingesperrt. Aber Mick Jagger auf der Bühne vor seinen begeisterten Fans, da kann das tun. Also das ist nicht nur so bezüglich Konzerne. Auch ich bin in so, lebe in so einer Welt mit Peace Food, wo so viel auf die Nahrungsmittelkonzerne projiziert wird.
Ich meine, ich kaufe das Zeug auch nicht und ich rate auch niemandem, das Zeug zu kaufen. Also, aber die Konzerne machen das nur, weil genug Leute das kaufen. Und wenn wir aufhören, diese Art von Hetzmedien zu konsumieren, hört das auch auf, die Hetze. Also insofern ist es deine Arbeit ja auch wertvoll und wichtig. Und ich komme da auch gern zu Gast, weil es gehört aufgeklärt darüber. Umso mehr Menschen das wissen, umso eher werden sie dafür sorgen, dass solche Leute nicht Verantwortung tragen. Na gut, die von allein ist ja nie gewählt worden. Die werden ja bestimmt da. Also da merken wir auch schon, die EU hat ja schon sehr viel Demokratie aufgehoben, nicht etwa eingeführt. Also im Endeffekt, es hilft nur durchschauen. Ich habe für mich so die Konsequenz gezogen. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das halte ich ja für mein wichtigstes, das heißt Mind Food. Im Anschluss sozusagen ein bisschen Anlehnung an Peace Food. Peace Food finde ich schon sehr wichtig. Aber ich finde die geistige Nahrung noch wichtiger als unser Essen und das Physische. Ich finde Essen schon sehr wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste für mein Gefühl. Und nur ist leider Mind Food gar nicht so ein Mega-Bestseller geworden. Also schon ein gut gehendes Buch, aber nicht so wie Peace Food. Ja, was ja, weiß nicht, in über 20 Sprachen und ganz eine große Welle ausgelöst hat. Ich glaube, wir bräuchten noch mehr so eine Aufklärungswelle, die, an der du jetzt arbeitest mit deinen Beiträgen. Und ich meine, die, wo wir gerade vorher gesprochen haben, ein Walter Stoll oder ein Gerald Hüther, die ich ja als Freund bezeichnen darf, die werden Ähnliches sagen oder erlebt haben. Vielleicht sagen sie es ein bisschen diplomatischer, weiß ich von Gerald, der kann das gut. Und auch ein bisschen mit, ja, Professor hat er natürlich da auch mehr so ein Renommee in diese seriöse Richtung. Und wir können aufklären. Ja, also ich schreibe gern so ein Buch. Ich sage auch, es ist wichtiger als Peace Food. Schaut mal um eure geistige Nahrung. Weil es ist ja schon so, man kann das verstehen. Also ich finde heute, in der heutigen Zeit, ganz viele Dinge wieder von Obrigkeiten, der Politik, von Journalisten, von Medizinern, nicht von Ärzten, aber Mediziner, die Methoden benutzen, die ich kenne aus der Psychotherapie. Ja, also Renaming, Reframing, Pre-Teaching, Gaslighting, das sind alles Begriffe aus der Psychotherapie. Die habe ich über die letzten gut 40 Jahre ja auch gelernt, diese Dinge. Damit kannst du Menschen ins Licht führen, in ihr Licht, dass sie zu ihrem Strahlen kommen, zu ihrer Ausstrahlung. Und du kannst sie aber auch benutzen, das erleben wir jetzt ganz massiv, um Menschen hinters Licht zu führen. Das passiert jetzt in großem Stil. Und das einzige Antidot, nein, das zuerst nicht, also das einzige Gegengift sozusagen, Gegenmittel, homöopathisch gesprochen, ist Bewusstwerdung. Das Eine große, Durchschauen. große Enttäuschung, könnte man sagen. Ja, wir haben uns getäuscht. Ich bin da selbst schuld auch ein bisschen. Ich habe einen Assistenten aus der DDR. Ich bin auch im Osten geboren, muss ich sagen, aber ich bin schon, glaube ich, mit 2 Jahren geflohen worden, sozusagen. Das war jetzt keine Eigenleistung. Und der Uwe, der ist viel später gekommen, also erst wie die dicht gemacht haben da drüben mit ihrem Pseudokommunismus. Und der sagt immer jetzt am Anfang der Geschichte, wie mir das so klar wurde, reg dich da bitte nicht auf. Von oben kam immer nur solches Zeug. Und ich habe immer gesagt, Uwe, du bist in der DDR sozialisiert. Ich Gott sei Dank nicht. Wir sind davon ausgegangen, dass wir da vertrauen können. So wie ich bis vor ganz kurzer Zeit der NZZ vertraut habe. Ja? Und das jetzt nicht mehr kann, weil ich mir sage, also ich habe da sonst zum Beispiel so ein Beispiel, so einen Satz gesagt, entweder die jungen Frauen des Westens kriegen das Ruder rumgerissen oder wir fahren vor die Wand. Und habe ausdrücklich dazu gesagt, dass es ein Satz des Dalai Lama ist. Nicht von mir, ich habe das zitiert. Die lassen Dalai Lama weg und solche Dinge würde ich sagen. Oder ich glaube daran, dass man ohne Nahrung leben kann. Ich glaube da nicht dran, sondern ich weiß das. Ich habe das gemacht vor 30 Jahren, bevor diese Welle losging. Habe ich mal 9,5 Wochen so, erst ohne Wasser eine Woche und dann die ganze Zeit ohne Essen gelebt. Und ich weiß, dass das geht. Da habe ich nicht mehr weiter abgenommen.
Aber was sie weglassen dabei ist, dass ich immer allen unbedingt rate, das nicht zu tun und sich die Konsequenzen klar zu machen. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich wieder meinen Körper so weit trainiert hatte, dass der nicht alles, was ich esse, gleich auf die hohe Kante legt. Also ich Ja. wurde in meinem Leben nur zweimal dick. Nein, nicht richtig fett, aber schon übergewichtig. Das war, nachdem ich meine Sportkarriere aufgehört habe und statt viermal die Woche zu trainieren, am Wochenende Rennen zu fahren, Skifahren war das, habe ich einfach so weitergegessen, ohne das Training. Und ich bin richtig aus dem Leim gegangen. Gut, habe ich in den Griff gekriegt. Aber nach der Lichtnahrung muss ich sagen, so hieß es dann später, nach der Lichtnahrung, da habe ich alles, was ich gegessen habe, und ich wollte wieder essen, weil ich war jemand ganz anderes ohne das Essen. Bei jeder Gelegenheit geweint und wollte nicht mehr in die großen Städte, da ist aber meine Arbeit im Wesentlichen. Also ich wollte da wieder raus und habe aber alles, was ich gegessen habe, zugenommen, weil ich nichts mehr brauchte. Das war eine scheußliche Situation. Also von daher warne ich von Anfang an immer alle, bevor sie das machen, weil ich sage, rechne mal damit, dass das wahr wird, was du dir wünschst, dass du nichts mehr brauchst. Und dann muss er wirklich nichts essen. Oder du gehst nahtlos aus dem Leim. Und ich kenne schon eine ganze Reihe Leute, die sehr, sehr dick geworden sind nach dieser Lichtnahrungserfahrung. Und ich habe das ja nicht irgendwie weiterempfohlen oder so mit aufgestiegenen Meistern, wie das die, so eine Australierin hat das gemacht, Jasmin, später. Und habe auch niemals das empfohlen für hungernde Menschen. Das ist ein Zynismus. Ich habe auch mal mit der diskutiert, Jasmin, dass ich das eine Unverschämtheit finde, den Hungernden Lichtnahrung zu empfehlen. Da müssten wir für sorgen, dass die faire Art haben, sich zu ernähren und nicht ihre ganzen Kohlenhydrate kaufen wir auf für unsere Massentierzuchthäuser. Also das ist und vernichten 90% der Kalorien dabei. Schreckliche Sache. Also man kann das ja berichten, dass ich das glaube oder sogar weiß. Aber das kommt so raus, als würde ich es empfehlen. Das habe ich nie getan. Ja, da ist mein zweiter Satz immer Wikipedia genauso. Also die Ja. wollen Dinge verfälschen, um einen niederzumachen. Bei Clemens war das auch so, weil ich kannte ihn ja ganz gut. Der wollte niemandem schaden, der wollte vielen nützen und vielen helfen. Das würde ich für mich auch so in Anspruch nehmen. Ich bin Gott sei Dank des Schattenprinzips bewusster. Der Clemens war ja sozusagen spirituell unverdächtig. Also, um diese Dinge interessierte er sich auch nicht, musste er auch nicht als Biologe, ja. Naja, Das ein ist bisschen schon. schon privat. Ein Was? bisschen hat er sich schon dafür interessiert, privat. Ja, später auch mehr. Aber Ja. sogar, ich weiß nicht, wann du ihn kennengelernt hast. In der Corona-Zeit. Ja, ich habe Mittendrin. ihn ja viel früher kennengelernt. Biophilia kam ja viel früher drauf. Also über seine Videos schon vor X Jahren, ne? Hätte auch nicht gedacht, dass wir uns dann mal treffen. Ich fand ihn schon früher ganz toll. Vor allen Dingen auch wegen seiner Konzernkritik. Und klar, auch die Waldmedizin, die er im Prinzip nach Europa gebracht hat, da hat er mir einfach aus der Seele gesprochen. Ich bin auch ein Mensch, ich brauche nicht unbedingt den wissenschaftlichen Beleg, um zu spüren, wie gut es mir tut. Aber ich fand es faszinierend zu lesen oder auch vom Ching Li mit dem Shinrin-Yoku, der das ja mehr oder weniger initiiert hat, was genau es denn macht mit unserem Herz-Kreislauf-System, mit dem vegetativen Nervensystem. Das ist einfach faszinierend und spannend. Und habe da seine Arbeit schon seit Jahren wertgeschätzt. Und ja, kennengelernt haben wir uns dann, als ich mitten in der Corona-Zeit aus Peru zurückkam mit meiner Tochter. Und er war da für mich wirklich auch, ja, eine ganz tolle Persönlichkeit geworden, immer mehr. Auch durch diesen Kontrast, diese Polarität, die dann entstanden ist, leider auch in der Gesellschaft, habe ich ihn aber dann auch noch mal in einem neuen Licht gesehen. Mit diesem Mut, den er hatte, und habe ihn einfach ge gebeten, ob wir vielleicht ein Interview machen können für die Bonner Umweltzeitung, bei der ich bin, unter anderem, und haben da über Resilienz gesprochen. Und auch unter anderem über dieses Mobbing, was er erfahren hat, und inwiefern die Walderfahrung, die Naturerfahrung ihm auch für seine persönliche Resilienz gedient hat. Und ich muss sagen, dass dadurch und auch vielleicht durch unsere neuen Projekte, die wir dann hatten, das Ganze mit Wikipedia und dem Standard und den vielen anderen, ja, unseriösen Meinungsmache,
Machenschaften und so weiter ihm gar nicht mehr vielleicht so sehr zugesetzt hat. Also klar, das ihn belastet, aber ich glaube, da konnte man ziemlich viel abfedern. Und wir sind gereist quer durch Europa zu den Ökodörfern. Und immer mehr ist auch so eine Vision in ihm wieder erwacht. Auch vielleicht so ähnlich wie Tamanga, dass er ein Wohnprojekt machen wollte und daneben noch so eine Art, nicht Krankenhaus, sondern Gesundheitshaus, im Wald, am Wald, mit einem großen Biogarten. Und das hast du ja auch in der Steiermark verwirklicht. Und mir geht da das Herz auf, dass bei dir im Prinzip auch Clemens Lebensvision, ja, existiert. Das, was er sich auch gewünscht hätte. Du hast ja diese Vision vor über einem Jahrzehnt dann realisiert. Und das wäre auf jeden Fall etwas gewesen, was Clemens auch wollte. Also er hat sich sehr stark konstruktiv zukunftsorientiert ausgerichtet und eigentlich diese Belastungen durch ja, die Corona-Zeit mehr oder weniger gut weggesteckt. Also ich möchte nochmal betonen, dass der Suizid, der ist ja höchstwahrscheinlich war es ein Suizid. Schwieriges Thema, dass das multilaterale Gründe hatte und nicht nur diesen einen Grund, nicht nur diese Belastungen. Du bist ja Arzt, und auch ein sehr guter Komplementärmediziner, denke ich, von allem, was ich von dir weiß und wirst vielleicht nachvollziehen können, dass das verschiedene organische, psychische und auch emotionale Gründe haben kann. Und ja, da ist einfach auch eine Grenze, wo ich dann auch der Familie zuliebe jetzt nicht so frei sprechen kann. Aber einfach nochmal zu betonen, dass das ja komplexe Gründe hatte. Und Also, das ist natürlich, das ist schon so. er war schon Also, ein Kämpfer, er ich hatte habe. schon diese Kämpfernatur und ich habe ihm immer gesagt, ach komm, dieser Wikipedia-Schrott ist ja eigentlich eine Auszeichnung. Also wenn man es schafft, da jetzt so einen schlechten Eintrag zu bekommen während Corona, dann hat man eigentlich was erreicht, dann ist man authentisch geblieben und klar, und im Prinzip ist es ja eine Auszeichnung und dann haben wir darüber gelacht. Es war nicht leicht. Ne, war auch für mich nicht leicht. Ich hatte auch dann beruflich Probleme, weil ich mich dann so geäußert hatte und mit ihm zusammen war. Und man wurde schon sehr diskriminiert. In der Familie gab es Probleme. Aber du sagst ja auch, das Lebensdrehbuch, den Lebensplan, den man verfolgt, wenn man das authentisch macht, dann wird man vielleicht zum Außenseiter. Aber es ist wichtig, in diese eigene Souveränität zu kommen und zu seinen Werten auch zu stehen. Und da ist Clemens für mich immer noch inspirierend, weil er das doch ja, mit so einer Kraft geschafft hat und aus seiner Wut auch immer wieder Mut gemacht hat. Das ist ja so eine schöne Metapher von dir. Wenn man diese Wut hat und auch in den Widerstand geht, dass man daraus Mut macht und was Positives, Konstruktives, wie eine innere Alchemie. Also ich weiß es so aus dieser Anfangszeit. Ich hatte in der Corona-Zeit, ich habe mal versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen, aber irgendwie hat er gar nicht reagiert. Also ich habe ihm das vorweg gesagt. Also das weiß ich schon, dass er so Tamanga, unser kleines Dorf da, dass das für ihn sowas ja Positives, Inspirierendes war. Also er hat auch gefragt nach meinem Verlag und so. Er ist ja dann auch über meine Hinweise dann zu Random House gekommen. Ich habe ihm aber immer gesagt, pass gut auf. Es hat immer, der Erfolg hat immer so eine Schattenseite auch. Und damals war er mit dem Schattenprinzip und diesem Ding nicht so vertraut. Also das interessiert ihn auch nicht so sehr wie jetzt Waldbaden. Das ist ja natürlich was Wunderbares für mich als Arzt auch, ne? Ich wüsste ja nicht, mit was du dein Immunsystem bezüglich der Killerzellen, dieser natürlichen Zellen, die sich gegen Viren wenden, in einer Stunde um 50% hochkriegen könnte. Da gibt es nichts in der Medizin. Das ist wirklich alternativlos. Ich sage auch nicht gern Alternativmedizin, sondern eben Komplementärmedizin. Die gehört ergänzt. Und das könnte man ja im ganz positiven Sinne auch sehen. Also, ja, klar, es ist bei solchen Ereignissen immer dann auch eine Mischung. Und Schatten ist auch was sehr Vielfältiges. Ja, das ist meistens nicht. Der Mensch hat nicht einen Schatten, sondern der hat so, wie er viele positive Aspekte hat, das Ich,
Ja, du identifizierst dich ja auch über viele Dinge. Du hast sicher schon viele Komplimente bekommen zu deiner Gescheitheit, deinem Aussehen und so weiter. Legst dir alle auf die Schulter und sagst, sehr gut beobachtet. Aber wenn du halt so eine Gegenwelle kriegst, dann sagst du oft, das ist ihr Problem, da habe ich nichts mit zu tun. Das wird dann Schatten. Und C.G. Jung sagt es ja so sehr, ich finde es super einfach und schön. Selbst ist Ich plus Schatten. Mit dem Ich hat niemand Probleme, da stehen alle dazu. Mit dem Schatten haben die meisten ein Riesenproblem. Aber der Schatten ist eben genauso vielfältig wie das Ich. Ja, wenn du schaust, alles, womit du dich identifizierst, das ist so vielfältig. Schatten ist aber auch so. 30 Jahre Schattentherapie gemacht. Und ja, das ist natürlich so. Ja, trotzdem gibt es sicherlich einfach auch Auslöser und Dinge. Und muss auch nicht alles in die Öffentlichkeit. Aber ich denke, es war so eine Zeit, die hat einfach überhaupt die Spreu oder den Weizen von der Spreu getrennt, muss man direkt sagen. Ich habe das auch ganz positiv erlebt. Ich habe auch Schulmediziner zu Freunden bekommen in dieser Zeit, die einfach gemerkt haben, okay, da traut sich jemand, dem zu widersprechen, wo mein ganzes Gefühl widerspricht. Es gab auch viele Schulmediziner, die an sich geimpft haben und so, die an dem Punkt gesagt haben, Moment mal, Phase 3 fehlt, ungetestet. Also selbst noch der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, ein Professor Ludwig, der hat in der Tagesschau gesagt, was bei der Impfung rauskommt, werden wir in 5 Jahren wissen. Ja, das kam in der Deutschen Tagesschau. Mutiger Mann. Der hat auch mal gesagt, es gibt in Deutschland fast keine Pharmaforschung mehr, ohne keine pharmakologische Forschung mehr, ohne Pharmagelder. Und die Pharma bestimmt das Ergebnis. Das sagt der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, also ist derjenige, der für die Zulassung neuer Medikamente und so auch zuständig ist. Das ist schon auch ein sehr mutiger Mann. Er sagt es so dezent und so, dass da gar nicht groß was draus wird, weil nicht groß drüber geredet wird und er ist auch nicht groß aufbauscht. Aber die Fakten waren ja deutlich. Und der Clemens hat die halt sehr deutlich dann auch und Öffentlichkeit wirksam auch ausgedrückt. Ne? Also allein schon das Hat gibt ja, das auch ein gibt ja. Bestseller darüber geschrieben, Corona-Impfstoffe, Rettung oder Risiko. Und das ist auch anerkannt worden, dass er da seriös vorgegangen ist. Und er war ja auch kein Impfgegner in dem Sinne. Er hat einfach abgewägt und hat da sehr sachlich, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen auch geholfen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Ja, ganz bestimmt, da gibt es auch. Neben der ganzen Kritik, die halt so deutlich spürbar wird, gibt es ja das auch das andere. Also ich habe ja ganz, ganz viele Mails bekommen von Menschen, die sich bei mir bedanken, dass meine kritischen Worte bezüglich mir selbst, dass ich mir das, ich nicht wagen würde, ich nicht den Mut haben würde, sowas an mir machen zu lassen. Dass das ihnen den Mut gegeben hat, das auch nicht zu machen. Die sind ja heute heilfroh, dass sie nicht geimpft sind. Sehr, sehr Ja. viele. Und es gibt ganz viele, die es haben doch machen lassen, weil sie sich haben erpressen lassen oder unter Druck setzen oder nur, weil sie Reisen machen wollten, die heute wirklich auch in sehr vielen Mails darum bitten, ob man das irgendwie ausleiten könnte, ob sie das Zeug irgendwie wieder rauskriegen aus ihrem Organismus. Und da muss ich leider sagen, so richtig weiß ich nicht, wie das ginge. Ja, also man kann ja was Homöopathisches versuchen auszuleiten. Aber wir haben natürlich keine Erfahrung mit einer Gentherapie. Einfach niemand hat die Erfahrung. Und wie wir das wieder rauskriegen, kann schon Apherese und solche Dinge machen. Aber man weiß auch nicht immer, wie lange das hält und kostet auch eine ganze Menge Geld. Also, ich habe auch eine sehr kompetente, verantwortliche Ärztin, die das macht und auch ganz gute Erfolge hat. Aber so richtig überzeugend, dass man das sozusagen, wie man es auf Krankenkasse reingekriegt hat, jetzt auf Krankenkasse wieder rausgeht, das ist ja einfach nicht drin. Und gut, da hat Clemens gar nicht mal mitgekriegt. Ja, diese Phase, wo man jetzt so, ja, also ich, mein eigener Verlag, mein Hauptverlag, der hat ja ein Buch von mir nicht rausgegeben. Corona als Weckruf. Da Ja. ging ich dann zu einem anderen, also zu GU hat dann immerhin das gewagt, mit einem sehr mutigen Leiter, Ulrich Ehrenspiel. Und wurde dann auch ein Bestseller. Aber man muss halt einfach auch sehen, es ist trotzdem ein Tropfen auf den heißen Stein natürlich gegen die gesamte Mainstream-Presse und die Regierung. Und viele Leute glauben eben bei uns auch noch, dass die ja das Beste für sie wollen und das Beste machen.
Das glaube ich schon lange nicht mehr. Also wenn man diese Regierung jetzt anschaut, die ihr da in Deutschland habt, bin ich ja völlig fassungslos, wie das Volk der Dichter und Denker so einen Eindruck vermitteln kann, dass man überhaupt nicht mehr denkt und nicht mehr ganz dicht ist, aus meiner Sicht. Also ich meine auch so andere Dinge. Wenn ich mir das mit den, dass jetzt auch schon Jugendliche entscheiden dürfen, welches Geschlecht sie haben, einmal pro Jahr. Ich meine, die Pubertät ist sowas Schwieriges für viele. Und ich habe mir da auch manchmal gedacht, da wäre ich ja lieber ein Mädchen zu unserer Zeit. Aber ich bin weit davon entfernt gewesen, mich umzudeklarieren. Oder wenn ich mir vorstelle, sich gar noch umoperieren zu lassen und sowas. Aber auch das sind ja entsetzliche Dinge, seelisch. Aber auch wenn jemand an diese Dinge gar nicht glaubt, in der Corona-Zeit habe ich ja gemerkt und ganz einig mit dem Professor Dr. Schubert, Christian in Innsbruck, dass die Angst gar nicht wahrnehmen als psychische Dimension, dass die Psychosomatik einfach gar nichts mehr zählt und die Psychoneuroimmunologie und so weiter. Da bin ich ja sehr froh, dass es an der Uni jemanden gibt wie den Christian. Also persönlich sowieso, weil der auch viele Dinge belegt hat, die ich in Krankheit als Symbol einfach aus Erfahrung gesagt habe. Also Fakt ist natürlich, dass viele Dinge erst sehr spät klar geworden sind. Und naja, wenn ich mir jetzt denke, ich meine, der ganze Damensport wird zugrunde gehen. Ja, weil wenn irgendein Mann es nicht schafft in der Männerarena, der braucht sich ja bloß umdekorieren lassen, dann geht er zum Frauenfußball über. Da wird bald jede Frauenmannschaft ein paar Männer mitspielen haben. Aber auch so banale Dinge, die sind ja so, ich meine, offiziell so frauenfreundlich da, die Rot-Grünen. Aber wie ist denn das, wenn jetzt Frauen tatsächlich aus meiner Sicht das berechtigte Interesse haben, in der Sauna unter sich zu sein? Weil ich muss als Mann sagen, diese unsäglich doofen Gespräche, die Männer in der Sauna, wenn sie nackt sind, miteinander führen, häufig, sind echt unzumutbar. Ich gehe da dann raus, weil es mir einfach zu dumm ist. Aber da kann ja jetzt jeder Mann reinmarschieren. Und das ist schon weiblich. Ja, also das sind ja absurde Sachen. Wie kann man sowas nicht überlegen? Das ist aber, ich weiß gar nicht, von was für einem Teufel die geritten sind. Nun gut, aber es ist jetzt so. Und wir müssen auch da wieder sagen, wie bei den Konzernen. Ihr, darf ich mal sagen, ist ja eine Deutsche. Ich war übrigens auch die halbe Zeit Deutscher. Hab die gewählt. Du wahrscheinlich nicht. Aber ich muss ja sogar sagen, ich habe mal die Grünen gewählt. Ich schäme mich sowas von. Ich Ja, habe habe das ich auch schon früher. aus Naturliebe Schade, gemacht. ne? Damals war es noch wirklich eine Friedenspartei mit Idealismus. Und Ja. es ist wirklich erschreckend. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal kriegstreiberisches Vokabular hier hören. Ganz offiziell und salonfähig. Das macht mir schon Ja. große Sorge. Und auch, ja, Ich aber meine, wo auch. ist die Ökologie der Grünen mit diesen riesigen Solarparks, die in Arbeit sind oder auch schon auf die Felder gesetzt werden? Das ist ja auch keine richtige Alternative. Die sind weit weg von dem allen, ne? Auch in vieler Hinsicht, wenn ich so, Barbara Rüding war eine gute Freundin von mir, ich kannte Petra Kelly und Clemens Kubi ist jetzt mein Nachbar hier in Zypern, die sind alle entsetzt. Petrovic in Österreich. Die war ja völlig entsetzt von dem, was da passiert. Aber ja, man kann es auch so sehen. Du hast das Stichwort schon mal gebracht. Das ist eine Enttäuschung. Ende einer Täuschung. Und ich betrachte das als Fehler. Mir fehlte das Verständnis, dass in der Öffentlichkeit eine Partei sowas wagen kann, ja, so auf ihren Schatten reinzufallen, so im Gegenteil zu landen. 2 Monate vor der Wahl noch Friedenspartei. Und jetzt Kriegshetzerpartei ganz vorne dran. Naja, gut, auf der Ebene ist, wie es ist, denke ich, hoffe, sie landen unter der 5%-Klausel, damit man sich nicht mehr so schämen muss. Aber sie sind ja auf einem totalen Abstiegsweg, Gott sei Dank. Das muss ja mein, also so ein Irrsinn muss ja mein Ende finden. Aber Fakt ist ja doch auch, dass wir uns anschauen können, okay, wir lassen es so weit kommen. Ja, also. Wir können nicht die Verantwortung da wirklich ganz abschieben. Ich sage bei jeder Gelegenheit, ja, es tut mir leid, ich habe die auch mal gewählt. Ich habe mir sowas nicht vorstellen können. Und aber trotzdem, wir haben es dahin kommen lassen. Wir haben erst die Natur so ruiniert und dann versuchen wir jetzt mit diesen, aus meiner Sicht, archetypisch männlichen Mitteln, sie wieder hinzubiegen. Und dann ist plötzlich CO2 der Staatsfeind Nummer 1 und ich fasse es nicht.
Es ist einfach, wenn du ein bisschen Biologie, mussten wir im Studium ja lernen. Also anschaust, es ist so absurd, was da behauptet wird und was auch gemacht wird, ehrlich gesagt. Das war auch eine von Clemens großen Visionen, dass wir einfach wegkommen von den Großkonzernen und weg von diesem, ja, von diesem Vorwand einer Umweltfreundlichkeit und wirklich hin zu einem Einklang von Mensch und Natur. Aber Ja, das dafür ist ja brauchen das wir eben Ende eine dieser Tour, wirkliche ne? Nachhaltigkeitskultur. Und ich glaube, da fängt dann auch erst Gesundheit wirklich an. Wenn wir für die Gesundung unserer Ökosysteme sorgen und uns da auch integrieren, lokal, dann werden sich die Schieflagen sowohl für die Umwelt als auch für uns Menschen verbessern. Wir hatten Und da ich glaube, da haben wir wunderbaren einfach immer noch eine Vorlagen, ne, aus. große kollektive Heilungskrise. Und ich verurteile das gar nicht, dass vielleicht Leute noch nach ihrem Geschlecht suchen, nach ihrer Identität oder nach ihrem Heilmittel in der Pharmaindustrie und oder in der Politik herumwettern. Ich glaube, dass es eine Suche nach sich selbst und nach dem eigenen Gleichgewicht ist, immer noch. Und ja, der Drang, sich zu entfalten und sich zu finden und leider dabei immer mehr Leid zu verursachen für sich selbst und für andere. Ich hoffe einfach, dass sich da wieder Harmonie etablieren kann und die Einsicht, was wir eigentlich brauchen und wer wir eigentlich sind als Menschen. Und ich glaube, da kommen wir zu ganz basalen Schlüssen im Endeffekt. Wer wir Lass uns sind. einfach, ja, das alte Wissen zunutze machen. Also ein Paracelsus hat schon gewusst, Mikrokosmos, Mensch gleich Makrokosmos, Welt. Und gibt es inzwischen seit Jahrzehnten schon einen sehr schönen Film. Da ist es mit Wissenschaft nachvollzogen, 10 auf 10 heißt der. Und wir könnten es natürlich, ich komme ja dann immer schnell auch vom Körper her. Also wir haben natürlich ein dezentrales Energiesystem im Körper. Fast jede unserer Zellen hat zwischen 1000 und 2000 Mitochondrien, sind die Zellkraftwerke. Manche Zellen haben auch 20.000. Und die schaffen vor Ort ATP, also die Energiequelle des Körpers. Also wir könnten da drin sehr schön sehen, im Körperland, wie man das organisieren könnte. Übrigens, bei der Kriegstechnik ist es nachvollzogen worden. Die Kriegstechnik, die moderne, ist sehr dem Immunsystem nachempfunden. Ja, also ein Tomahawk, Marschflugkörper. Das ist genau wie ein Antikörper. Genau programmiert, fliegt er in das richtige Fenster, also das richtige, wo die es hin programmiert haben, da irgendwo in Gaza oder im Irak oder wo immer sie ihre Kriegsspiele inszenieren. Und im Endeffekt haben wir eben eine Industriepolitik. Ja, also erst werden die alten Panzer aus den DDR-Zeiten, aus dem Ostblock da, Warschauer Pakt verschrottet in Ukraine. Jetzt kommen die neuen dran, ist auch gut, können auch nachproduziert werden. Und die reichen Ukrainer sitzen übrigens in Zypern. Ja, die fahren hier große, dicke Autos. Wenn du 10.000 Euro an der Grenze abgeliefert hast, kamst du raus aus der Ukraine. Ja, die Armen, die da drin geblieben sind und das jetzt ausbaden müssen. Aber das war bei allen Kriegen immer so. Naja, ich rate halt immer den Menschen, dass sie sich wirklich, wirklich in Acht nehmen sollen vor Vater Staat. Der ist nämlich menschengemacht. Und sich an Mutter Natur anlehnen sollen. Die ist nämlich wirklich schöpfungsgegeben. Gott gemacht und der großen Göttin und wie du bist. Und da wären wir auf viel besseren Wege. Weil ich ja sagen muss, diesbezüglich, wenn ich so über 45 Arztjahre zurückschaue, mit 72 jetzt, hat sich viel getan. Ich war immer viel in der Natur. Und früher waren alle Parkplätze frei, wenn du da zum Wandern irgendwo aufgebrochen bist. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute gehen ganz, ganz viele Leute in die Natur. Da hat sich schon einiges verändert. Das ist nicht so, dass es gar keine Früchte trägt. Es sind nicht Leute, die jetzt mehrheitlich, die jetzt sozusagen auch Widerstand leisten gegen das, was da passiert. Aber ich glaube, aus meinem spirituellen Weltbild heraus, das hat auch wahrscheinlich einen Wert, dass wir das so auf die Spitze treiben jetzt. Weil irgendwann wird es auch Leuten klar, die bisher überhaupt nicht gesellschaftskritisch waren, dass da was generell nicht stimmen kann. Und bei manchen dauert das halt lang und bei manchen sehr, sehr lange und manche sind da schneller sensibilisiert. Ich denke, kommen wir wieder aufs selbe zurück. Beste, was man tun kann in der Situation. Und da war Clemens sehr mutig, einfach zum Umdenken anregen. Der Gerald Hüther hat so was Schönes dazu gesagt, und zwar sprachen wir darüber, loszulassen und auch mit Hilfe der Meditation
unser Bewusstsein umzuprogrammieren und uns neu auszurichten und hat immer wieder betont, dass es wichtig ist, nicht nur loszulassen, sondern auch zu wissen, ja, was bringe ich denn Neues in mein Leben? Worauf möchte ich mich denn ausrichten? Also vielleicht weniger in den Widerstand und weniger mit dem Finger darauf zu zeigen, was alles schiefläuft in der Pharmaindustrie, sondern wirklich die brauchbare Alternative aufzeigen. Und das ist ja auch was, was du machst, was Clemens gemacht hat. Wir brauchen eben ja einen Blick nach vorne im Endeffekt. Und ich denke, dass das Licht ja immer auch den Schatten durchleuchtet und nicht andersrum. Ja, sagen das viele Traditionen. Die germanische gerade nicht, die sagt dann, es endet alles in Ragnarök, der Götterdämmerung. Aber ansonsten, die meisten Traditionen gehen davon aus, dass zum Schluss das Licht über den Schatten durchdringt. Es ist ja auch so, wenn du einfach wieder in die Natur schaust, musst ja den Schatten gar nicht bekämpfen, du brauchst nur Licht bringen, dann verschwindet der Schatten schon, die Dunkelheit. Ja, das ist tatsächlich ja so. Du musst ja einfach nur das Richtige machen. Ja, das wäre der einfachste Rat, das für dich Stimmige zu machen. Dann stimmst du schon wieder. Dann geht es schon wieder in die richtige Richtung. Also, ich muss nicht, wie soll ich sagen, ich muss nicht eine ewige Atemschulung machen. Wenn ich durch den Mund atme, was fatal ist, dann muss ich mir den zukleben, einfach mal 4 Wochen, dass das aufhört. Und das kostet genau weiß nicht, 1, 2 Euro, Leute still, dann, und ein Bart musst du wegschneiden und dann klebst du das zu. Nein, du kannst natürlich auch das Ganze genereller angehen. Und dann kriegt es auch eine spirituelle Komponente. Und ja, ich habe, glaube ich, mehr Meditation gesprochen als Bücher geschrieben. Und das sind schon 84. Also, und es wachen immer mehr Leute auch auf. Das ist schon so. Die Frage ist einfach, wann ist dieser Tipping Point erreicht? Der springende Punkt, wie wir sagen, dass ganz viele Leute einfach nicht mehr mittun. Beim World Economic Forum ist ein junger Typ, Iman oder so ähnlich ist der, ich weiß nicht, wie der an das Podium gekommen ist, aber den haben sie natürlich nur ganz wenig, also weiß ich, 1,5 Minuten reden lassen oder so, dann wurde er schon weggezerrt. Aber der hat dann in den 1,5 Minuten mal richtig die Meinung gesagt. Also der haute gleich ab, der Schwab will wahrscheinlich die andere Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht sehen. Alter Mensch braucht auch aus meiner Sicht viel Mitgefühl. Aber ein mächtiger Mensch, ja, der kann sich immerhin so Leute wie Harari zum Sprecher machen. Ja, wusste ich nicht. Der schreibt gute Bücher. Ich habe das am Anfang auch geschätzt, habe den gelesen. Seit ich weiß, dass der im Sold von Schwab steht, ist auch gut. Dann muss ich mich auf den jetzt nicht mehr orientieren. Ist ja in vieler Hinsicht so. Ja, also. Michel Ich habe Foucault gestaunt, sagt wer in, in der Pandemie Entschuldigung. alles als Musiker zum Spezialisten für Impfung geworden ist. Aber so Typen wie Sarah Breitman muss ich mir nie mehr anhören, ehrlich gesagt. Ich fand die Stimme schon ganz nett. Aber wenn da so Gurus in Anführungszeichen zum Impfbefürwortern werden, eine der peinlichsten Meditationen, die ich je gehört habe, ist Veit Lindau. Den Impfstoff, Covid-Impfstoff lieben lernen. Den Mut muss man mal haben. Ja, also ich werfe ja niemanden vor, wenn er nicht Medizin studiert. Er sagte das auch immer ganz ehrlich, der hat ja Staubsauger verkauft. Aber dass er dann zum Spezialisten dafür wird, also er hat mir ja unsägliche Mails geschrieben, dass ich da mich auch dahinter stellen müsste. Eigenartig. Oder den Hirschhausen, den habe ich sogar mal kennengelernt. Netter Typ. Ja, ich Aber auch. dann hat er. Töchter sind auf die gleiche Grundschule gegangen. Okay. Er ist Und ich ganz nett, hatte aber ich fand es dann auch nette Zeit schade. in Zypern, nicht in Zypern, in Bali wurde es mit ihm da auch erlebt. Aber dann, dass der für 1,4 Millionen, die er nachweislich von der Bill Gates Stiftung gekriegt hat, dass der dafür seine Seele so verkauft und zum Sprachrohr für die ungetestete Impfung, die ja nicht mal eine war. Das ist ja Renaming. Die haben das die Gentherapie-Impfung genannt. Naja, hat mich dann doch schon erschüttert. Und über dessen Komik kann ich nicht mehr lachen. Das ist was, ich weiß gar nicht, was in die fährt. Bei dem ist es ja klar, der hat sich einfach kaufen lassen. Bei vielen anderen weiß ich das nicht. Und ja, naja, es gab ja auch das Gegenteil. Da hat er sich so eine
Spaltung ergeben, die eigentlich in Deutschland, glaube ich, auch jeder merkt, außer dem Bundeskanzler. Der Herr Scholz hat ja gesagt, die gibt es nicht. Also, Ich aber. habe glücklicherweise noch in meinem Freundeskreis alte Freunde und manche davon sind geimpft und das ist einfach ein Thema, das lassen wir dann außen vor. Also mir ist es dann auch wichtig, das gut sein zu lassen. Mir ist es wichtig, im Dialog zu bleiben und ich akzeptiere alle Entscheidungen, ne? Jedes Weltbild, außer es ist wirklich rassistisch oder ja, auf Zerstörung ausgelegt. Aber im Grunde ist es mir tatsächlich ein Anliegen, auch mit allen zu sprechen und die Seiten zu verstehen. Natürlich habe ich da eine ganz klare Position auch und bin da ganz bei dir. Also ich Aber ich. meine, Daniele Ganser hat das mal als erster, glaube ich, ganz schön gesagt. Ich habe es mal sehr ausführlich beschrieben, Corona ist weg. Also da gibt es immer eine Grundangst bei den Menschen. Ja? Das ist Todesangst. Und auf der Oberfläche schaut sich die so aus, dass manche Angst haben, an einer Seuche zu sterben. Da gibt es ja Vorbilder, ist ja schon passiert mit Pest und Cholera und auch der spanischen Grippe. Und andere haben Angst vor der Impfung, weil man daran sterben könnte, Schaden nehmen. Ist ja auch schon passiert, ne? Nicht zu knapp. Also Ja. bei der Schweinegrippe, dem Vorlauf, da haben sie ja schon die Impfung abbrechen müssen wegen der Nebenwirkungen. Da hätten sie die Covid schon längst abbrechen müssen. Aber ja, und dann gibt es welche, die haben Angst vor dem Konkurs wirtschaftlich. Da haben sich 1929 am Schwarzen Freitag auch einige umgebracht. Da gibt es ja auch Vorläufer. Andere in Deutschland und Österreich haben Angst vor Diktatur. Mit Recht, da sind viele zu Tode gekommen. Oben ganz verschiedene Ängste an der Oberfläche. Und in der Tiefe ist es eine, wir hätten uns auch solidarisieren können in der Situation. Und ich habe auch im Kurs mal, Tamanga war ja nicht sozusagen sehr impffreundlich und da wurden auch kaum Masken getragen. Aber da gab es dann in der Schlussphase Situationen von 65 Teilnehmern, eine Kollegin mit Maske. Und die wurde richtig auch gemobbt. Es ist nicht nur so, dass die Kritiker gemobbt haben, gemobbt wurden, die haben auch gemobbt. Also ich musste, habe mich dann irgendwann mal auch hinter sie gestellt und gesagt, hier hat jemand Angst. Warum muss der eigentlich von euch schikaniert werden? Weil er Angst hat. Ja, Maske, nachdem es vorbei war, das Ganze, war ein Angstzeichen, glaube ich. Manchmal war es auch ein Doofheitszeichen. Bei uns ist mal einer im offenen Cabriolet alleine angekommen und hat eine Maske getragen. So im Auto offen. Da Ja, habe ich dann das schon stimmt. gestaunt. Und Aber ich ich glaube, fragte. manchmal war es auch ein Zeichen des Mitgefühls und der Rücksichtsnahme, dass Menschen gesagt haben, ich Auch. trage die Maske, um Rücksicht zu nehmen. Natürlich wurde irgendwann klar, okay, das ist medizinisch eigentlich ein Irrsinn und es bringt nicht wirklich was, diese Maske zu tragen. Schon gar nicht im Falle unserer Kinder, die da in der Schule sitzen mussten mit der Maske, was ich ein Verbrechen finde. Aber zu Beginn war das vielleicht für viele auch ein Zeichen von ja von einer herausragenden Ethik des Mitgefühls und der Rücksichtnahme für auf andere. Man hätte auch da mit Bewusstheit das lösen können. Also ich habe sie schon deswegen nicht getragen, weil ich mir das einfach die Größenverhältnisse angeschaut habe. Wie groß ist so ein Virus und wie sind die Maschen bei der FFP2-Maske? Da stand auf der ersten Charge auch drauf, bei Viren nicht geeignet. Ich bin natürlich sehr für Masken in der Chirurgie, weil Bakterien und so ganz wichtig. Die sind aber groß, verglichen mit Viren. Also der Dr. Schmiedl hat mal gesagt, es könnten 100 Viren im Geleitflug durchfliegen durch diese Maschen. Ich habe immer gesagt, du musst dir so vorstellen, du hast ein Fußballtornetz und versuchst damit Mücken abzuhalten. So ungefähr waren die Größenverhältnisse. Jetzt ist natürlich schon mutig, von einem intelligenten Menschen zu verlangen, dass er dann so einen Schwachsinn sich ins Gesicht klebt. Wobei, eben wie du sagst, manche wirklich auch richtig schaden. Es gibt Doktorarbeiten darüber. Auf die Dauer, die Chirurgiemasken sind schon ein Problem, die waren viel größeres. Man könnte durch Bewusstheit natürlich da auch aufklären. Habe ich versucht, hat ja auch bei einigen angeschlagen. Im Endeffekt ist natürlich so, dass eine Spaltung immer beide Seiten braucht. Ja, deswegen sage ich ja jetzt auch immer, hört auf, irgendwie Arbeitslager zu fordern und solche Dinge und schwerste Strafen für die sogenannten Täter, sondern eher die Gräben zumachen, weil wir sonst überhaupt auf keinen grünen Zweig kommen, weil das wird von beiden Seiten enorm
geschossen. Und wenn du das so ansprichst, wirst du auch wieder beschossen, auch von beiden Seiten. Das ist gar nicht so einfach, solche Positionen zu vertreten. Ja, also wie ich dann die Kollegin verteidigt habe und sage, ich erwarte jetzt Respekt. Wir haben alle irgendwelche Symptome. Ich habe eine Glatze und bin kurzsichtig. Also da ist es ja ganz offensichtlich. Und ihr habt auch irgendwelche Symptome. Wenn man sie nicht gleich sieht von außen, sind sie bestimmt da. Also wollen wir jetzt auf Leute, die Angst haben, was eine schlimmere Symptomatik ist aus meiner Sicht, losgehen? Auch dazu, wir wissen das alles, was Angst macht. Ja, also muss jetzt nicht ein Professor Schubert sein oder ein Rüdiger Dahlke und irgendwie dich mit Medizin lang beschäftigt haben. Da gibt es solche Hinweise. Der Hartmut Schröter hat mal eine wirklich wunderbare Nocebo-Studie gemacht. Ja, also wenn du einen Beta-Blocker verschreibst, das ist ein massenweise verschriebenes Medikament bei Blutdruckstörungen und so und Schwankungen. Und wenn du den Leuten dazu, den Männern dazu sagst, 100 Männern sagst du dazu, dass, wenn sie Beta-Blocker nehmen, das ist schon gut für ihren Blutdruck und so. Aber es gibt in seltenen Fällen erektile Dysfunktion. Und du übersetzt, das musst du dann eigentlich übersetzen, weil die meisten wissen nicht, dass es Impotenz ist. Wenn du denen das dazu sagst, dann haben 30 von 100 Impotenzerscheinungen. Wenn du es nicht übersetzt oder einfach nuschelst, viele Ärzte machen das ja, die sprechen so undeutlich oder schreiben also undeutlich auf ein Rezept, weil sie eh nicht dazu stehen zu dem, was sie da sagen. Und also die Leute kapieren nicht. Dann haben nur zwei erektile Dysfunktionen Impotenz. Ja? Die Angst ist 15 Mal so wirksam, hat der Hartmut Schröder damit bewiesen, als das pharmakologische, das Mittel, der Beta-Blocker, das pharmakologische Mittel. Das ist ja in vieler Hinsicht, im Mittelalter haben schon diese Geschichte gehabt bei der Angst. Kommt der Bürgermeister an die Stadtmauer und trifft den Tod dort. Der Tod sagt ihm, Bürgermeister, ich muss 100 Seelen aus deiner Stadt holen. Der Bürgermeister ist total entsetzt, rennt in die Stadt und schreit rum, Leute, der Tod ist, der will 100 von uns holen. Die machen ihren privaten Lockdown freiwillig und nach einer Woche sind schon weit über 1000 tot. Der Bürgermeister geht wieder an die Stadtmauer und sagt, hey, Tod, du bist ja auch noch ein Schwindler. Sagt der Tod, nein, ich habe die 100 Seelen geholt, die dran waren. Die weit über 1000, die verantwortest du. Und da hat er recht. Und wenn man sich nur diese alte Geschichte mal anschaut, die macht eigentlich vieles klar. Hab sie oft zitiert. Wir wissen die Dinge, weißt du? Wir haben die Unterlagen, wir sind unglaublich weit mit dem Wissen. Wir wissen heute Epigenetik, jetzt heißt schon so, Epi heißt obenauf, obendrauf. Die Epigenetik kann die Genetik beeinflussen, die steht da drüber. Wir Ja. könnten mit Lebensstilveränderung, also hat irgendein Veganer, ich kenne jetzt gar keinen Veganer, Panikattacken, ich kenne keinen. Wir essen halt auch keine Angst. Man kann das wissen. Ja, und in vieler Hinsicht ist es so. Wir könnten eigentlich durch Bewusstheit die Dinge wieder hinkriegen, das Schiff aus dieser Schräglage rauskriegen. Wahrscheinlich nicht leicht mit den Leuten, die da oben dran sind, weil die einfach, glaube ich, Lobbyisten sind. Ja, ich kann das nicht anders erklären. Ja, also ein Scholz, der vor der Wahl gesagt hat, mir wird es keine Impfpflicht geben, der gleich nach der Wahl eine Impfpflicht will. Ich meine, das ist, früher hätte man einfach Lügner gesagt dazu. Weil der österreichische Kanzler, dieser Kurz, Kanzler Kurz, der hat gesagt, also Masken wie in Asien wird es nie mit uns geben. Und dann gab es sofort Masken. Das nennt man eben Pre-Teaching. Man sagt etwas, von dem man sich noch distanziert, schaut, ob es einen Shitstorm gibt. Wenn es keinen Shitstorm gibt, kann man es machen. Ja, und die Bevölkerung akzeptiert, dass in beiden deutschen Ländern Lügner Kanzler waren in Österreich und sind in Deutschland. Ja, ich meine, früher hat man einfach gesagt, ein Lügner. Wir sagen das heute gar nicht mehr. Wir sind schon gewohnt, belogen zu werden. Richard Nixon hat es mal sehr schön gesagt. Das war der, der dann wegen seiner eigenen Kriminalität mit dem Impeachment abgesetzt wurde. Der hat in dieser Verhandlung des Impeachments hat er gesagt, bei Politikern kann man nicht von Lüge sprechen, denn sie müssen meistens die Unwahrheit sagen. Aha. Also da war es mal gesagt. Er hat dann trotzdem mit einem Deal mit seinem Nachfolger ausgemacht, dass er begnadigt wird. Sofort, wenn er übergeben hat an den. Hat man also auch so gemacht. Man könnte eigentlich sehen, was läuft. Wir könnten sehen, wie das funktioniert. Wir könnten uns da gut informieren.
Und ja, bin ich auch froh, dass es immer wieder Menschen wie Clemens gibt, die dann, auch wenn es jetzt nicht mehr nützlich für einen selbst wird, doch dazu stehen, einfach zu dem, was sie wissen und was ihr Gewissen ihnen auch gebietet, sozusagen. Man kann es ja immer leichter machen. Also ich, wie das losging mit Corona, war ich ja auch schon weit. Jetzt bin ich 72, da war ich schon längst im Pensionsalter. Und auch auf Zypern. Und haben wir auch überlegt, das jetzt, wenn ich da jetzt sage, meine Wahrheit zu sagen, anfange meine Wahrheit zu sagen, dann gibt es einen Aufstand. Da ist es mit der Psychosomatik noch milde dagegen und mit Peace Food. Und ja, gab es dann auch. Aber ich bin doch auch ganz froh, ne? Irgendwann werden wir alle auf dem Totenbett. Und ja, dann glaube ich, machen die meisten doch Bilanz. Und dann ist ganz gut, wenn man sich noch selbst akzeptieren kann und in den Spiegel schauen, wie wir sagen. Und man hat ja auch viel davon, muss ich schon auch sagen. Ja, wie du schon gesagt hast, ich finde es ja, und den Skeptiker nicht gemocht zu werden, von so unterbelichteten Typen möchte ich gar nicht gemocht werden. Das wäre mir ein schlechtes Zeichen. Und ich habe dich schon in so vielen Talkshows erlebt. Ja, also in Österreich gibt es ja praktisch keine Talkshow, wo nicht ein Skeptiker drin ist. Mindestens einer, zwei. Am besten, wenn es um Spiritualität oder Komplementärmedizin geht. Ich weiß nicht, ob die direkt bezahlt werden von der Industrie oder ob sie es aus eigener Unwissenheit und Dummheit machen. Also ich habe mal einen Dermatologen sogar, also einen Kollegen gehabt, Skeptiker. Der hat in aller Öffentlichkeit also dargestellt, wie doof er ist, wie dumm, wie ungebildet. Ja? Also er hat Beispiele gebracht vom senkrechten Denken. Und ja, eigentlich hat er mir leid getan. Das würde ich raten. Ja. Schauen wir uns an, wo wir hinwollen. Wir kommen aus der Gemeinschaft. Wir müssen, glaube ich, wieder zurück zur Gemeinschaft, sonst wären wir nicht glücklich. Und das können wir eigentlich nur dadurch, dass wir erstens durchschauen, was da läuft, mehrheitlich, und auch aufhören zu kämpfen. Ja, und wenn man behetzt wird, nicht anfangen, in diese Richtung zu gehen, wenn Ich man glaube, da gibt kämpft. es zwei Typen. Ne? Da gibt es einmal die Typen, die eben auf ihrer Meinung beharren, auch wenn sie schon gemerkt haben, dass sie falsch lagen, aber dann aus falschem Stolz nicht zugeben können und nicht einlenken. Und dann gibt es die Typen, die seit 30 Jahren die Tagesschau gucken und nicht wahrhaben wollen, dass das, was ihnen da erzählt wird, jetzt auf einmal ja nicht mehr stimmt. Und dann bricht ihr Weltbild zusammen. Dann wissen sie gar nicht mehr, wem oder was sie überhaupt noch trauen können. Und das ist ein ganz mieses Gefühl. Und dann glaubt man lieber weiter und macht einfach weiter, einfach um sich sicher zu fühlen. Aber ja, kommt dann davon nicht weg, auch wenn man ein blödes Gefühl hat. Und das ist natürlich auch Angst. Das ist ja auch verständlich, ne, dass Menschen so reagieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir immer noch eine durchlässige Gesellschaft bleiben und nicht so in Lager zerfallen. Und dass dann auch, ja, die Leute, die vielleicht lange auf eine Meinung beharrt haben, auch willkommen sind, die Meinung zu ändern. Und ich glaube, das ist auch die einzige Chance, wie sich Machtverhältnisse ändern. Michel Foucault finde ich ganz spannend mit seiner Diskursanalyse und er sagt ja auch, der Grundzug der Macht ist im Prinzip die Unbeständigkeit. Und das sehen wir immer wieder. Es sitzt immer wieder ein Neuer da oben und sagt vorher was, was er dann später konträr umsetzt und ist eigentlich von der Lobby ferngesteuert. Aber das gibt ja auch Hoffnung, dass sich da oben auch mal was ändern kann, indem wir uns ändern und einfach in eine neue Resonanz kommen. Das, Also was ich wir hätte vielleicht sogar leben. noch viel kürzer gesagt oder eigentlich noch schöner. Also schöner, ich meine, für alle verständlich. Der hat gesagt, wem es um Macht geht, der hat böse Absichten, denn er könnte das mit Liebe viel besser durchsetzen. Ja, wir brauchen einfach eine ansteckende Begeisterung. Du sprichst ja auch von der ansteckenden Gesundheit, was ich so schön finde. Als Analogie zu diesem immer beschworenen Bild der ansteckenden Krankheit. Dass auch Gesundheit und Lebensfreude und eine positive Ausrichtung ansteckend sein können. Und ja, dass wir einfach ein neues Miteinander entdecken können. Auch trotz allem, was jetzt passiert ist mit der Corona-Geschichte, hoffe ich und glaube ich trotzdem, dass wir jetzt Menschen zusammenkommen können. Wir sind ja eine Menschheitsfamilie im Endeffekt. Ich habe lange in Südamerika gelebt, Rüdiger, und da ist es eigentlich normal, dass jede Person, die du so triffst, vor allen Dingen auch so ein Mütterchen auf dem Markt
oder ein Taxifahrer. Du sagst einfach Mami und Papi zu denen, Bruder und Schwester, und das ist ganz normal unter den, vor allen Dingen unter den Quechua in den Anden. Das ist so familiär und so demütig auch. Im Endeffekt sind wir ja alle dasselbe. Wir sind ja alle aus demselben Stoff gemacht und folgen im Prinzip den gleichen Prinzipien. Du sagst ja auch schon, auf zellulärer Ebene spiegeln sich kosmische Prinzipien wieder. Das wusste ja auch schon Hildegard von Bingen. Die Lehre vom Makro- und Mikrokosmos, vom Innen und Außen. Wenn wir diese Harmonie in uns wiederentdecken und diese Wahrheit, dann glaube ich, kann sich im Außen ganz, ganz viel verwandeln, vielleicht schneller, als wir das glauben. Das ist bestimmt so. Also wenn wir schauen, was in uns läuft, es besser verstehen, ist da vieles zu lernen. Also ich meine, alle indigenen Völker, die ich kennengelernt habe, das sind einige. Und mich hat Ethnomedizin immer sehr interessiert und arbeite auch viel mit dem Ethnomediziner zusammen, Ingo. Also diesbezüglich kannst du da immer nur lernen. Mir hat schon immer gewundert, dass wir die Primitive genannt haben. Die sind in allen wesentlichen Themen der Lebensübergänge und so weiter nicht annähernd so primitiv wie wir. Also, da könnten wir vieles lernen und Lateinamerika sicherlich natürlich genauso, habe ich auch so empfunden. Ich habe da auch mal einen Entwicklungsdienst mitgemacht, eine Zeit lang. Also, diesbezüglich Stoff, wo wir es verstehen könnten, gäbe es genug, eben wie gesagt. Wir wissen genug. Wir brauchen gar nicht groß mehr neu forschen. Ist auch gut, wenn wir forschen, aber im Endeffekt, wir wüssten genug. Wir müssten halt einfach mal anfangen. Und viele müssten anfangen, so wie die in Afrika sagen, wenn einer träumt, ist ein Traum. Viele träumen, entsteht eine neue Wirklichkeit. Und die könnte natürlich bewusster sein. Und dann würde sie automatisch auch gesünder werden. Das ist ganz sicher so. Und tatsächlich stammen wir natürlich alle aus derselben Quelle. Also ich habe das mal so nachvollzogen. Da gibt es ein wunderbares Buch von dem Niederländer Rutger Bregman, Humankind. Es gibt es auch längst schon Deutsch. Im Grunde gut heißt es. Ich habe viel daraus auch zitiert im Corona als Weckruf. Wir stammen alle von den Cro-Magnon-Menschen ab. Es gibt, man hört nichts mehr aus dem Neandertal. Ja? Wir sind alle sozusagen aus einem Bereich, genetisch, sehr, sehr verwandt. Und ja, es gibt ja auch keine Österreicher. Ich meine, da sind alle mal durchgekommen, haben ein bisschen Samen hinterlassen. Findet man Österreicher, das ist genetisch gar nicht machbar. Und also das mag es auf Inselgesellschaften geben, aber ansonsten gar nicht. Wir könnten natürlich viel mehr verstehen, wo wir herkommen. Und das, was wir schon mal hatten, können wir ja wieder schaffen. Ja, es ist auch bei banalen einfachen Themen so. Wenn jemand mal schlank war, kann es wieder werden. In den USA, wenn ich da mit Leuten zu tun habe, manchmal war ich da in Esalen oder Omega in diesen Instituten. Wenn jemand als Kind schon so dick war, ist es viel, viel schwieriger. Ja, wirklich richtig schwierig. Für die, die es schon mal waren, geht das. Und wir waren Gemeinschaft am Anfang. Das hätten wir überhaupt nicht überleben können. Ja, du Ja. sprichst ja so schön davon, wie wir eigentlich durchs Kuscheln überleben konnten in den Höhlen. Ja. Zu Beginn unserer Zivilisationsgeschichte, also diese Nähe, dieser Zusammenhalt, der ist ja essentiell für uns. Und Finde es vielleicht auch sollten wir wirklich uns sehr, sehr einfach schön. nur erinnern. Ja. In Corona als Weckruf habe ich da sehr viel drüber geschrieben. Ich fand es sehr schade, dass die es so genannt haben, Corona als Weckruf. Das hätte eigentlich eben bei Random House rauskommen sollen, aber die haben dann Angst gekriegt. Oder Druck von oben. Und dann kam es bei GU raus. Und die wollten das mit der Corona-Welle, da war es ja dann auch ein Bestseller. Aber im Endeffekt haben wir unheimlich aus der Gemeinschaft profitiert. Und gibt heute auch genug Leute, also nicht nur Jean-Jacques Rousseau, so der bekannt ist für das Zurück zur Natur. Was ja in dieser Form so nicht geht, aber wir könnten empathisch zurück zur Mutter Natur finden. Und statt unsere Hoffnung auf Vater Staat zu setzen, da glaube ich, ist die Enttäuschung programmiert, soweit ich jetzt zurückschauen kann. Bei meinen 72 Jahren, naja, kann ich nicht zurückschauen, sondern 65, die ich gut zurückschauen kann. Und da könnten wir wirklich sehr von wieder in die Gemeinschaft reinwachsen. Das müssen wir auch, glaube ich, auch ganz sicher. Da wäre es gut, die Gräben zuzuschütten, ohne jemanden zu verschütten dabei. Und eben auch allen Fehler zuzugestehen, haben sie halt was noch nicht gehabt und können das Fehlende integrieren oder wieder bei der Enttäuschung.
Muss man ja froh sein, wenn wir die Täuschung beenden. Also insofern war, glaube ich, aus meiner Sicht, wenn ich so das zum Schluss sagen kann, diese Arbeit auch von Clemens überhaupt nicht umsonst, sondern da sind viele Menschen auch dran. Erwacht ein Stück, haben sich geschützt für das Kommende und das geht weiter. Ja, also wir könnten natürlich uns mit der Natur zuwenden. Der Biologie. Und das meint, Biophilia meinte ja nichts anderes als die Philia, die Liebe zur Natur und zu unserer eigenen Natur auch. Also wirklich uns verstehen lernen. Und unser Schatten ist unser größter Schatz. Die Symptome, die Probleme, an denen können wir wunderbar wachsen. Das hat mir mein Arztleben in diesen 45 Jahren auch wirklich sehr gezeigt. Und insofern glaube ich, das ist wertvoll gewesen, bleibt wertvoll und ist trotzdem traurig, dass das so früh gegangen ist, der Clemens. Ist immer traurig. Also ich meine, ich weiß es aus der Schattentherapie. Das Sterben ist ja nichts für die, die gehen, so schlimm ist. Die kommen ja in die Weite, in die Offenheit. Für Ja. uns, die zurückbleiben, ist es trotzdem immer traurig. Und das erlebt meine Tochter ist gar nicht langer Zeit gestorben. Da weiß sie als Arzt einerseits was, da weiß sie als Vater vieles, da weiß sie als spiritueller Mensch etwas dazu. Und trotzdem stelle ich dann fest, dass trotzdem so eine große Traurigkeit da kommt, weil ich jetzt nicht mehr mit ihr zusammen sein kann. Auch ganz egoistische sozusagen. Aber die ist halt immer auch da. Und du hast ganz richtig gesagt, also es gibt immer viele Gründe, das ist natürlich so. Ich habe da auch viele Gründe, wo ich mir sagen kann, gut, war es fertig gelebt. Spricht auch einiges dafür. Und Clemens wird auch seine Aufgabe erfüllt haben, aus so einer Sicht betrachtet. Trotzdem hast du es offensichtlich noch, hast du ihn ja viel besser noch gekannt als lieben Menschen. Aber in dieser Anfangszeit habe ich das auch schon rausgefunden. Ja, so ein Suizid ist natürlich ein Riesenschock, ne? Es war sehr, sehr tragisch und auch schon im Vorfeld, die Monate waren sehr, sehr schwierig. Und ja, das ist einfach eine riesige, ganz schwierige Gemengelage, wo es einem schwerer fällt, ne? Meine Großeltern sind schon verstorben, eine Tochter habe ich auch verloren, aber das sind ganz andere Trauerfälle gewesen. Und Clemens, jetzt im goldenen Alter, sage ich mal, in der Mitte seines Lebens stehend und ja auch mit seinem Sohn. Das war schon sehr, sehr tragisch für uns alle, für meine ganze Familie. Er war ja sehr oft hier im Rheinland. Und ja, das hat schon sehr an meinem Urvertrauen geknabbert, das ganze Jahr. Das war eine große Prüfung für mich. Ja, ich ja. Denn eigentlich bin ich auch sehr verwurzelt mit dem Leben und ich habe auch schon viele tolle Dinge erleben dürfen. Und mein Motto war so ein bisschen, auch wenn ich morgen sterbe, dann wäre es auch okay. Ich bin so dankbar und ich habe schon so viel erleben dürfen, erfahren dürfen. Aber klar, ich habe noch eine Tochter und da möchte man natürlich auch da sein, man klammert sich so ein bisschen ans Leben, solange man noch was zu geben hat und solange man noch das Gefühl hat, man hat Verantwortung. Da ist jeder Tag ein Geschenk und ich denke jeden Tag jetzt an den Tod und versuche aber auf konstruktive Weise den Tod wahrzunehmen, der ja omnipräsent ist. Wenn wir in die Natur schauen, ist es ja ein ganz omnipräsentes Phänomen, gerade jetzt auch im Winter. Der Winter war für mich deswegen nochmal sehr heilsam. Im Schnee, in dieser lichtvollen Zeit, wo ja eigentlich alles scheinbar tot ist, aber doch, ja, kann man diesen Zauber des Lebens und die Faszination wiederentdecken und da ganz vieles auch für sich heilen. Also für alle auch, die vielleicht momentan mit Tod und Trauer zu tun haben. Da kann ich nur sagen, dass es wichtig ist, das zu fühlen und auch zuzulassen, die vielen Gedanken, die vielen Gefühle und nicht sich nur in Arbeit zu stürzen oder nicht nur in ein Loch zu fallen, sondern zu versuchen zu schauen, was brauche ich,
Was kann mir gut tun? Wer kann vielleicht für mich ein bisschen da sein? Was kann ich persönlich machen? Denn das ist ja ein richtiger Prozess, durch den man geht. Und dann kann das aber auch sehr, sehr schön sein am Ende. Dann können wir uns erinnern, dann können wir Dinge weitertragen, lebendig halten und vor allen Dingen auch jeden einzelnen Lebenstag, den wir haben, vielleicht nochmal bewusster gestalten. Gerald Hüther sagt, unsere größte Angst ist eigentlich nicht die vorm Tod, sondern die vor der Freiheit, vor der freien Entfaltung, dass wir uns vielleicht da nicht trauen oder noch nicht so wirklich wagen, wirklich unser Leben frei zu entfalten, dass das eigentlich unsere größte Hemmung sei und nicht unbedingt das Loslassen, sondern etwas zu wagen. Und ich finde das Bild der Buddhisten da auch ganz schön tröstlich. Ich habe einen buddhistischen Freund, der meditiert jeden Morgen seinen eigenen Tod. Der stellt sich jeden Morgen vor in seiner Meditation, dass er stirbt. Und dann geht er ganz anders in den Tag. Es ist wie eine tägliche Versöhnung mit dem eigenen Lebensende. Und aus diesem Gefühl heraus und aus diesem Bewusstsein heraus, das eigene Leben zu gestalten, finde ich sehr, sehr kraftvoll. Die Vorstellung, dass wir im Prinzip mit unserem Lebenslicht, mit unserem Leben wie eine Kerze sind und dieses Licht aber nicht erlöschen kann, sondern mit dieser einen Kerze wiederum eine andere Kerze angezündet wird und das Licht immer weitergetragen wird, sei es durch unsere Kinder, sei es durch unser Lebenswerk, was wir hinterlassen, sei es durch die Seele, die vermutlicherweise ja auch unsterblich ist. Da gibt es sehr viele Bilder, die uns daran erinnern können, dass vielleicht doch was bleibt und da vielleicht doch eine Hoffnung ist und doch ein Licht und ein Trost über das eigene Lebensende hinaus. Und das sind alles so Vorstellungen und Bilder, die ja vielleicht auch dazu beitragen, dass wir endlich das Leben führen, wofür wir hier sind und in diese Potenzialentfaltung auch gehen, obwohl Ja, wir ganz manches nicht schön. verstehen. Und ich finde es eigentlich nicht gut und nicht fair, dass Clemens nicht mehr hier ist. Ich fände es schön, wenn er da wäre, denn er hätte noch sehr, sehr viel zu geben und wir brauchen mehr solche Menschen. Das Leben, die Welt, die Politik, die globale Situation, all das wird nicht unbedingt leichter. Das hast du ja auch schon angesprochen, Rüdiger. Und da erzählt eigentlich jeder Einzelne, der dafür sorgt, dass dieses Licht weitergetragen wird und das Bewusstsein eben auch diese ganzen Schatten erhält. Ich weiß aber, dass Clemens weiterwirkt, allein schon durch sein Lebenswerk, seine Bücher, seine Videos und all die Gedanken, die Inspiration, die er in den Köpfen und in den Herzen hinterlassen hat. Ja. Ja, lassen wir es mal dabei. Schönen Gedanken dazu hat noch Marianne Williamson gehabt. Die hat das, was Gerald so gesagt hat, dass die Angst vor unserer Freiheit das Entscheidende ist. Das, was Nelson Mandela in seiner Inaugurationsrede verbreitet hat, findet man im Netz jederzeit. Ansonsten, ja, danke ich dir das Gespräch, das Erinnern an Clemens. Und in dem Sinne wünsche ich allen alles Gute. Vielen Dank.